So, und wenn wir nachher es tatsächlich schaffen, hier wieder zurückzukommen. Ich lasse jetzt erstmal die Schätze hier. Du Verrückter, nein. Doch, ich lasse sie hier. Und wenn wir sie nie wiederfinden, dann ist es halt das Schicksal. Ich weiß nicht. Ich hasse diese. Ich hasse eigentlich Lederrüstung. Nun ja. Was ich gleich mal mitnehme, ist die hier. Ich muss mal gucken, wie weit das entfernt ist. Weißt du was? Dann legen wir hier die Nuggets noch rein. Und die Setzlinge, die brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Das Boot haben wir ja noch. Ich guck mal kurz auf diese Karte. Warum hast du denn das Hood nicht an? In the Hood. Okay, also Buried Treasure ist da oben irgendwo. Den könnten wir uns vielleicht sogar holen. Also scheint ja nicht allzu weit weg zu sein, das Teil. Ich nehme mal die Karte in die Offhand. Ha, ich kann das. Bringi. Ich weiß auch, was die Offhand ist, ja. Habe ich früher, also gerade beim Kartografieren verwende ich sie oft, aber soll ich jetzt extra noch los bei diesem Abend, der jetzt gerade heranbricht? Ich will noch mal kurz gucken, was in der anderen Truhe alles drin ist und ob man da vielleicht noch irgendwie was loswerden sollte. Wir sollten hier auf jeden Fall was loswerden. Ich lasse das jetzt mal. Dark Oak Lock. Eigentlich könnte ich mit dem reparieren, ne? Weißt du was? Pass mal auf. Ich mache mal Folgendes. Ich verwende. Ich mache mal die Dark Oak zu. Ach so, ich habe Shift gedrückt. Das müsste doch eigentlich gehen. Warum? Was tue ich gerade? Ach so. Gott, es ist tatsächlich schon etwas spät, ne? Ich werde mal gucken. Zwei, erstmal. So, es wird nämlich schon wieder Abend und dann lohnt es eigentlich schon gar nicht mehr. Kann ich das da so dran setzen? Ne, vielleicht so. Wie wird das gemacht? Oh Gott, ja. Gib mir mal irgendwas, was man wieder abbauen kann. Ich habe eine ungefähre Idee, wie das funktionieren könnte. Könnte wohl bemerkt, könnte, schwönte, wünte. Ja. Nein. Gut. War das so? Ach so, das ist eine Druck. Jetzt habe ich eine Druckplatte gemacht und keine Trapdoor. Okay, alles klar. Erstmal schlaf ich schlafen. Moment. Wo ist das Bett? Verdammt, Axt. So. Bettchen aufbauen. Hallo, Bettchen aufbauen und schlafen, schlafen. Gut, also das ist, wir sind schon in der dritten Folge dieser Stunde. Ah, nee, das mit den Druckplatten war jetzt dämlich von mir. Ich glaube, ich habe das falsche Rezept verwandt. Natürlich habe ich das getan. Und hier haben wir Dark Oak Stairs. Wir haben noch Dark Oak Planks. Ich versuche es nochmal. Und zwar diesmal richtig. Ich glaube, ich habe das Rezept noch im Kopf. Das kriege ich immer durcheinander, Druckplatten und Trapdoors. Ich weiß nicht, ob dir das so passiert, aber mir. Ja, das sind die Trap. Nee, das sind keine Trapdoors. War das so? Ja. Ja, das sind die Oak Trapdoors. Okay, alles klar. Ich will den nicht vergessen. So, ja. Jetzt ist die Frage. Bitte lacht mich nicht aus, wenn ihr es alles viel besser könnt, aber ich bin eben da ganz neu drin, irgendwie Schiffe zu restaurieren, etc. pp. Jo. So, kann man denn. Oh. Hätten wir gar nicht gebraucht, den hier. So, okay, wir müssen Dschungelholz mitbringen irgendwann. Und jetzt machen wir uns noch, wie viel brauchen wir denn hier noch? 1, 2, 3, 1, 2, also 5 Stück. Kriegen wir die noch? Ach, Mann. Jetzt kommt doch nicht so durcheinander. Ich spreche übrigens die ganze Zeit vom Mikrofon weg. Das ist auch nicht gut. Ach, wir kriegen das schon irgendwie. So, wie viel kriegen wir denn da raus? Ah, 4. Ja, eine fehlt. Das.
Es ist immer so. Es ist immer so. Immer fehlt von einem, von allem eins so. Das ist normal. Gut. Und dann die Schleichentaste drücken, dann funktioniert das. So. Und da müssen wir irgendwann mal noch eine kriegen. Wir hatten ja hier irgendwie einen Roofed Forest auf dem Weg hierher. Also wenn wir dann das nächste Mal hier lang gehen, dann, ne, dann werden wir das mal machen. Schön, was haben wir noch? Wir haben hier noch Dark Oak Planks 2 Stück. Da werden wir nicht glücklich mit, aber gibt es denn hier irgendwo noch Dark Oak, wo noch geflickt werden muss? Moment mal, wie wächst das denn hier vorne zu? Können wir dann das, Moment. Ja, das tut, also wir können hier eigentlich diese Brücke hier, können wir mal geflissentlich wegmachen. Können wir hier viel besser reparieren alles. Und dann können wir nämlich den Dark Oak da rein. Es fällt sowieso nicht auf, dass das keine Treppe ist. Oder? Fällt das auf? Fällt das auf? Fällt das auf? Fällt das irgendwem auf? So, ich glaube, ich weiß nicht so recht. Also hier kommt Dschungelholz rein, das weiß ich. Und hier, so, dann haben wir das da auch dicht. Und dann machen wir das wahrscheinlich hier so, dass wir hier irgendwie eine Tür reinmachen oder so. Und hast du nicht gesehen und pipapo. Oh, guck mal, was da ist, ein Lolli. Den haue ich jetzt aber nicht um, das ist mir jetzt zu blöd. Was wir jetzt machen ist folgendes. Wir folgen mal der Schatzkarte. Buried Treasure Map. Oha, mitten im Wasser, glaube ich. Ich guck mir das mal an. Also ich habe keine Lust jetzt irgendwie... hatten wir nicht? Wir hatten doch... Ach, jetzt habe ich den ganzen Scheiß mitgenommen. Warte mal, nochmal zurück. Nochmal zurück zum Schiffchen. So. Guck mal, jetzt haben wir hier auch Potsol auf der Insel. Die olle Potsol. Okay, und ja, wir müssen Dschungelholz mitbringen, damit wir das reparieren können. Ja, ich werde mal das hier ablegen. So, das Eisenpuppeisen, das lasse ich mal hier. Das lasse ich mal hier. Sandstein wollte ich ja eigentlich. Weißt du was, den nehmen wir mal mit. Dafür schmeißen wir den Dreck hier rein. Den Sand. Ich nehme ihn einfach mal mit. Aus dem folgenden Grund, weil wir da gleich was mitmachen. So, und dann den dahin. Und so weiter und so fort. Warte. So gut. Jetzt da würde ich sagen, da draußen schwuppert ein Fisch irgendwie rum. Keine Ahnung, was der will. Immer diese aufmerksamkeitsdefizitären Fische, die auf sich aufmerksam machen müssen. Ich bin ein Fisch. Ich heiße Marvin. Wenn ihr jetzt nicht weißt, wovon ich rede, dann such einfach mal bei YouTube nach Ich heiße Marvin und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hat mir meine Freundin gezeigt und ich dachte nur so, Alter, woher kriegt diese Frau immer diese kranken Sachen so irgendwie? Ja, ist schon reichlich crank das Ganze. So, Sandstein. Wir haben eigentlich, glaube ich, schon so viel Sandstein, dass wir nicht in die Wüste dringend müssen. Wir haben einen Kaktus. Das würde eigentlich auch reichen, um eine Kakteenzucht auf die Kette zu kriegen. Das würde klasse gehen, aber ja, wir haben schon reichlich Sandstein, kann man sagen. Schaut mal. So. Ah, ich weiß nicht so recht, weil ich weiß nicht, ob wir hier wieder hinfinden auf dem Rückweg, ob wir hier vorbeikommen. Es wäre natürlich herzallerliebst, wenn das passieren würde. Ach, weißt du was, Kollege? Denn so können wir hier noch mehr Sandstein ranholen, habe ich mir gerade überlegt. Ja, ist vielleicht nicht alles sehr koordiniert, was ich hier momentan gerade mache. Ich glaube, es wird schon wieder Abend, oder? Ja, so langsam. Lassen wir das mal. So, Schiff Ahoi. Ach so, ich kann die Offhand-Map nur sehen, wenn ich... naja. Okay. Klack und zack und back und überhaupt und hast du nicht gesehen? 4 Millionen. Ja, ich habe den Traum immer noch, dass ich irgendwann mal demnächst so viele Abonnenten bekomme wie Gronkh. Vermessen?
weiß nicht. So, ich guck mal, wo denn der Buried Treasure dann ist. Der müsste ja eigentlich hier vorne sein. Hier so irgendwo hier. Alter. Nee, ne? Ich will nicht ertrinken. Nee, du, das lassen wir mal. Seid mir nicht böse, aber ganz ehrlich, so bin ich nur auch nicht drauf aus, dass ich da unbedingt, ne? Wir können uns den irgendwann mal holen, auf irgendeine Art und Weise. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Ganze lösen würdet. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil solche tiefen Gerätschaften und so weiter, ich sag ja, ich habe schon einmal versucht, ein Schiffswrack auszuräumen und bin dabei jämmerlich ertrunken. Wirklich ganz jämmerlich. Und ja, muss ja nicht wieder sein. Sag mal, Kollege, also erstmal Offhand-Map, ach so, ja. Ja, hab es in der Tat nicht lange nicht mehr verwandt, die Offhand. Damit niemand offended ist, wobei wir wieder beim Thema Political Correctness sind. Alle sind ja heutzutage so offended immer. Wie war das noch mit dem Meme mit dem Meister Yoda? Offended you are, off you must fuck. hat mich total aus dem Herzen gesprochen, der gute Meister Yoda. So. Okay, also die nächste Stunde ist bald zu Ende, wie doch die Zeit vergeht, Kollegen. Nur einfach, indem wir da an der Insel rumgeschraubt haben und das Schiff so ein bisschen zu einer, sieht schön aus von Weitem, das Schiff da zu so einer kleinen Base gemacht haben, haben wir schon wieder eine Stunde weggehauen. Echt, Kollegen, das ist ja, wollte gerade sagen, ist ja ein Träumchen. Nee, das ist ein Albtraum. Alter, nicht wahr, ne? Oh, super. Ja, Höhle geflutet. Successfully. Super Sache. Super geil. Weißt du was? Hau mal rein da den Schall. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hammer. habe ich dann hier noch irgendeinen Klotz? Natürlich habe ich nichts dabei. Ist ja super. Nicht. So, und den hauen wir da wieder rein. So. Alter, ich krieg hier Sonne. Nein, ich bin ganz ruhig und ganz entspannt um 23.12 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, Kollege. Du schaffst es heute noch bis nach Mitternacht zu schuften hier. Und ich sehe unsere erste Wüste. Na, bei welchen Koordinaten sind wir denn jetzt? Ja, 3.401... habe ich mich im Mauskabel verfangen. 3000 Felder habe ich ja ungefähr gesagt. Ist es dann entfernt? Da hat doch mein Atlas tatsächlich recht gehabt. Die alte Softwarekrücke, die kriegt das tatsächlich noch gebacken, uns hier vernünftig durch die Gegend zu führen. So, und hier haben wir auch Kakteen, dass es knallt. 64er Stack brauchen wir wohl nicht, ne? Alter, die Sonne geht unter. Sieh zu, dass du ins Bett kommst. Ich habe keinen Bock auf einen Wüstenkampf heute Nacht. So, immer eine Runde schlafen. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Und es wird auch Zeit, dass die Stunde vorbei ist. Es pressiert nämlich mal wieder. So, wir gehen Richtung Osten. Ich will mir noch ein bisschen die Wüste angucken. Ich habe nämlich den gruseligen Verdacht, dass das Schiff heute nicht die letzte Entdeckung war. Habe vorhin spaßigerweise in der Minecraft-Gruppe auf Facebook nochmal geschrieben, dass ich annehme, dass ich also in der nächsten Stunde dann vielleicht in eine Höhle falle und da ist dann ein Endportal, also eine Endfestung und so weiter und so fort. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ach du Na, wer kriegt dieses Dorf? Nach wem benenne ich dieses Dorf? Hier wohnt tatsächlich noch jemand. Ja, das ist das geilste Dorf, das ich je gesehen habe, ich glaube. Ist das geil, Alter. Das ist ja komplett in der Düne verschwunden hier. Ja, guck mal, die meisten Häuser, da kommst du... Alter.
Alter. Ich dachte ja, das Dorf drüben an der Schlucht, weißt du, wo das Haus gebrannt hat, das wäre das abgefuckteste Dorf, das ich je gesehen habe. Aber das hier, das ist ja nochmal hoch 10. Ja, das kann ich wohl sagen. Ich glaube, habe ich euch schon mal erzählt, dass es das Allzweck-Dorf-Reparatur-Kit gibt für absolut verkackte Dörfer? Das ist ein roter Kasten, steht TNT drauf. Und ich glaube, das ist das Einzige, was bei dieser Sache hier hilft. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Schwarzeiche. Die gute alte Schwanzeiche, die holen wir uns jetzt mal nämlich, damit wir da drüben noch ein bisschen, wenn wir am Bötchen vorbeikommen, dann können wir die Schwanzeiche noch mitnehmen und da noch ein bisschen reparieren. Ja, dann machen wir heute mal so richtig Chaos-Tage. Das ist ja auch ein Gebirge hier, das ist ja Wahnsinn. So, also ich glaube, dieses Dorf da, ja, noch ein paar Creeper umhauen, ein paar TNT-Blöcke bauen und dann ab dafür, würde ich sagen. Also dieses Dorf ist doch kein Dorf. Das ist, mein Gott, was ist da passiert? Ich meine, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Camargue war, Südfrankreich. Da gibt es Sainte-Marie de la Mer, bekannteste Ortschaft dort, wo die, übrigens die Zigeuner, sag ich jetzt mal, die feiern da jährlich so ein Fest, wo sie irgendwie die schwarze Madonna zum Meer tragen. Die ist nämlich da irgendwann mal, ich glaube, einer Zigeunerprinzessin erschienen. Ich sag das jetzt extra oft, damit ihr euch aufregt. Und ja, die machen da jedes Jahr ihr Fest. Und warum habe ich das jetzt gesagt? Weil da gibt es eine Dünenlandschaft. Und da wandern die Dünen so heftig, also werden so vom Wind durch die Gegend getrieben, dass sie halt ständig hin und her wandern. Und ich habe es da gehabt, dass ich morgens doch tatsächlich mein Zelt halb in der Düne vergraben gefunden habe, wo ich da, ich habe da gezeltet und morgens wache ich da auf, also, und ich hatte wirklich Glück, also das hätte mich da auch mal eben gut einschütten können, ne? Aber ja, hat dann doch funktioniert. Ich mache noch einen Baum platt. Ist ja nicht nah von unserer Heimat, insofern können wir hier die Natur zerstören, wie wir lustig sind. Ja, und das erinnert mich hier irgendwie so ein bisschen daran, das Dorf, ne? Könnte ja sein, dass da irgendwie so eine Wanderdüne rüber geschwappt ist. So, am vorigen Tag stand das Dorf noch frei. Und morgens wachten die Dorfbewohner auf und kamen nicht mehr aus ihren Türen, ne? So wie das hier früher war, als es noch richtigen Winter gab. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe damals auch unten in der Nähe von Kassel mit meinen Eltern gewohnt. Und da war morgens tatsächlich, mussten meine Brüder und mein Vater die Haustür erstmal freigraben. Da war so viel Schnee. Das waren noch Winter. Heute, die Winter, die es heute gibt, die kannst du doch nicht mehr als Winter bezeichnen. Ja, Opa erzählt wieder vom Krieg, das ist klar. So. Ja, das zerfällt nicht unbedingt, weil ich gucke mich mal hier noch so ein bisschen um. Ist ja nicht gesagt, soll eigentlich eine riesengroße Wüste sein. Aber wie gesagt, also mein Atlas ist nicht mehr ganz präzise, weil Entwicklung hat irgendwann aufgehört, als ja die 1.8 draußen war. Und jetzt sind ja inzwischen eine ganze Menge neuer Biome hinzugekommen und die müssen ja irgendwo dazwischen geschoben werden. Tja, so kann man das auch mal machen. Haben wir den kleinen Hoppelmann mal eben weggeschnetzelt. Na, ich wollte das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Der war ja nun auch selten dämlich, ist da die ganze Zeit um uns rumgehüpft. Nein, also dieses Dorf da drüben. Ich bereue es, dass wir es gefunden haben. Das sieht hier irgendwie alles sehr, 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 sehr strange aus. Da oben der Baum am Berg. Hast gesehen, da oben, das meine ich hier. So Baum am Berg hier da oben. Der. Geil. So, wir können ja mal hier ein bisschen so rundherum gucken. Was haben wir denn da? Noch ein Hoppelmann. Ist ja genauso dämlich. Komm, komm. Ich krieg den nicht. Der hat aber nichts fallen lassen. Der ist einfach so dahingeschieden.
Ja, lustige Session heute, würde ich sagen. Nee, aber ich will hier nicht weiter gucken. Was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist ganz schnell ein paar Kakteen abernten. Da haben wir ja schon welche, aber ich möchte eigentlich keine, die nur einen Block hoch sind. Weil die dann gleich weg sind. Hier so, da haben wir ein paar zweiblöckige. Ein paar Kakteen abernten. Vielleicht sogar so viele. Naja, es sind ja gar nicht so viele. Ich glaube, das sind 9 Stück, die wir brauchen für die Monsterfalle à la Gronkh. Weißt du was? Die Setzlinge da, die können mich mal am Abend besuchen. Was ich gerne machen möchte, wo wir schon mal hier in der Entfernung sind, das ist hier so ein paar Akazien wegklöppeln, damit wir ein paar Setzlinge von Akazien kriegen. Die nehmen wir uns dann auch mit nach Hause. Nach Hause. Ich hoffe mal, wir finden überhaupt nach Hause. Also wir sind die ganze Zeit Richtung Osten gegangen, aber wir sind auch ein paar Mal irgendwie reichlich vom Weg abgekommen, weil halt an einigen Stellen es undurchlässig war. Und deswegen stelle ich mir mal vor, dass wir vielleicht so dran vorbeilaufen könnten am Zuhause. Hoffen wir mal das Beste. So, und wenn wir nachher tatsächlich irgendwie dann nach Hause finden, schreibt ihr doch die Koordinaten auf, höre ich schon ein paar Leute schreien, aber wo wäre denn der Spaß an der Sache? Ja, warum willst du die Axt? Doch lieber das Schwert. So, das haben wir übrigens noch gar nicht gebraucht, das gute Schwertchen, das wir uns extra gemacht haben für eventuelle Fälle des Kampfes. Ja, ich habe mich ja auch immer wie ein Hühnchen gedrückt. So. Ich möchte eigentlich sowas wie 8 Setzlinge oder so haben. Vielleicht kriegen wir die ja hier sogar raus. Da haben wir schon wieder einen. Jetzt haben wir schon 4. Also 4 bräuchten wir noch. Ich guck mal hier noch so ein bisschen rundum. Also ich finde, Savanne finde ich eigentlich ist das geilste Biom überhaupt. Ich wäre hier kurz davor, hier zu bauen, hier auf irgendeinem dieser Hügel. Und das machen wir vielleicht noch irgendwann, aber heute bitte nicht. So, was ich ganz gerne mal machen würde, obwohl das kann ich auch zu Hause machen, dann muss ich jetzt hier keinen Ofen rumschleppen. Du hast jetzt keine Ahnung, was ich gerade in meinem verdrehten Bregen mir gerade so ausgedacht habe. Och, es ist schon eine Stunde 8. Wisst ihr was, Freunde? Dann machen wir hier mal die nächste Pause. Machen wir kurz einen Bildschirmschuss hier. So, dann machen wir hier mal die nächste Pause. Ich schaufel mal das Zeug rüber auf die Festplatte. Und ja, jetzt ist es 23.22 Uhr. Bis das drüben ist, ist es sicher nach Mitternacht. Und dann mache ich noch eine Mitternachtssession. Und dann hoffen wir mal, dass wir in einer Stunde nach Hause kommen. Also, bis gleich.